Ja, liebe Jutta-Freunde, und wo sitzt da der Bauerhause wieder? In seinem Fendt am Kartoffelroden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Netz noch einmal fahre. Aber ich musste einspringen für meinen Kollegen, der hat gestern Abend 100 Mastkälber erhalten, die am Automat, am Tränkeautomat angelehnt werden müssen. Also das Trinken, man muss sehr gut schauen, wenn man da 100 Kälber bekommt. Die sind recht schwierig zu halten in den ersten Tagen. Darum rode ich jetzt das letzte Feld ins Maschinenring Erzigen. Ja, ich denke, es ist das letzte, aber man weiß ja nie. Im Maschinenring sind wir fertig, aber vielleicht ist da plötzlich noch von sonst woher ein Notruf. Man wird sehen. Gibt es eine Premiere, Street Food, der Grill auf der Straße. So, Premiere beim Kartoffelroden. Wir haben ein Street Food Festival. Der Grill auf der Straße. Das ist hoffentlich leer. Das gibt so Lauer rein. Hoffentlich ist es leer. Sonst... Es hat geregnet und ist ja, recht nass. Gerade so noch machbar zum Roden, denke ich, man wird es sehen nach einer Stunde, wenn hinten das Noppenband alles voll Erde ist, ist es zu nass und dann ist der Roden nicht mehr siebfähig. Wir werden sehen. Und bei mir werden ja jetzt im Moment auch Zuckerrüben gerodet, habe ich gehört von meiner Frau. Sehr viel Erde auf der Straße. Da muss ich dann morgen reinigen. Fertig gerodet, der Prosecco fließt.